Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Spiel bei FIFA World. Und anfangen werden wir mit einem neuen Goldset und holen uns natürlich, welches holen wir uns denn? Das Megaset kostet 35.000. Haben wir leider nicht das Geld für 7.500 öffnen wir und ja, hoffentlich werden da gute Karten und naja, La Fessi Dost gibt's. Okay. Schon mal keine Duplikate, aber ja, den können wir direkt mal verkaufen. Dann auch weg. Dann auch weg. So. Ja, Knie haben wir jetzt auch schon so viele. So, die können wir jetzt erstmal muss ich das verstehen? Müssen wir mal kurz hier ändern. Weil wie ihr seht, ich habe eigentlich gerade eben hier ein bisschen aufgeräumt, habe einige Spieler verkauft, aber auch Verbrauchsobjekte alles geändert. Aber es funktioniert nicht. Müssen wir mal ganz zurückgehen, weil dann geht das etwas einfacher. So, gehen wir mal auf Online spielen. Dann haben wir die Schmie schon mal etwas höher. So. Dann schauen wir mal, für Brauchsobjekte anwenden. Status. Okay, hier können wir noch einen Vertrag natürlich hinhauen. Higuain hat eigentlich genug. Aber wie sieht das? Ja, da können wir natürlich die Moral noch erhöhen. Heilung, Heilung. So, machen wir den hier auf 100, auf 99%. Fitness hoch. Wovon haben wir jetzt reichlich?
nur, wie sieht das denn bei dem Trainingsspiel passen? Ah, das können die mal hier in der Aufnahme besser machen. Unser Keeper, der natürlich hier auch einiges noch weiß ich schon, hechten, machen wir mal hechten. Ich glaube, man kann nur eins, oh doch nicht. Okay. Dann werden wir mal hier die restlichen jetzt speichern. Einspeichern. Gehen in den Shop und kaufen uns dann ein zweites Pack. So. Ich hoffe, da ist ein guter Spieler wenigstens drin. Ne? Und. Ja. Naja. Soldator. Nicht gebrauchen, diese Spieler. Beim ersten geöffneten, da hatten wir so ein Glück, haben wir direkt ein Team der Woche Spieler erhalten. Aber dieses Mal wohl nicht. Okay, dann mal hier alles speichern. Sollen wir noch eins machen? Ja, komm, machen wir hier. Ein Goldset für 5000. Oder Moment. Ja, wir lassen es lieber. Da warte ich lieber, bis ich die 7500 wieder zusammen habe. So, jetzt genug. Wollen wir mal auf zum Spiel. Und hoffen, dass wir hier unseren nächsten Sieg erhalten. Mal sehen, welchen Gegner wir hier bekommen. Übrigens jetzt das Emblem von uns, wie ihr hier seht, auch geändert. Es ist nicht mehr Gladbach, sondern Wolfsburg, damit es einfach besser passt. So, nehmen wir hier einmal das weiße Trikot. Auch wenn es bisher uns kein Glück gebracht hat. Bringt es uns ja vielleicht doch jetzt Glück. Natürlich hat er gute Spieler. Ist von der Stärke ungefähr wie wir. Was wird das für ein Spiel werden? Die ewige Ungewissheit. Wir werden sie auflösen. Hanni Volkmann und Frank Buschmann am Mikrofon. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier heute haben.
Genau. Konzentration und auf geht's ins nächste Spiel. Jawohl. Und da wollte ich gerade eben schießen. Und leider kommt der Abwehrspieler mir da in den Weg. Klasse zum Spiel. Schön. Ein sauberes Passspiel. Und weiter geht's. Und ja, da der Higuain. Er läuft und. Nein. Wollte ich eigentlich nochmal quer spielen. Allerdings war das ein Fehler. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Ja, er quetscht rein. Nein, und. Oh, war ein schönes Zuspiel. Allerdings auch viel Glück. Ja, exakt. Also den trifft er natürlich überhaupt nicht richtig. Schon angesprochen von dir, Mané. Körperposition völlig falsch. Was war das denn für ein Pille-Schuss? Was war das für ein Pille-Kopfball? Und, oh Mann, ey, da will man mit dem Spieler zum Ball hingehen und bringt einfach nichts. Der bleibt einfach mal stehen. Oh Mensch. Ich sehe schon wieder, was wir jetzt die ganze Zeit wieder für Chancen hatten. Dann weiß ich jetzt schon, dass wir das Spiel verkacken werden, weil die einmal vors Tor kommen werden und das Ding machen. Oh, und jawohl! Higuain steht bereit. Ich dachte, der sammelt den jetzt auch wieder hoch in die Wolken. Luft verschafft. Es braucht mindestens dieses Unentschieden, um den Klassenerhalt zu garantieren. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Und Higuain läuft. Ja, und er ist vorbei. Jetzt kommt die Flanke und jetzt eine Flanke. Oh, schade. Der rennt genug knapp. Aber gute Aktion vom Torhüter, das muss man schon sagen. Und die Situation ist jetzt nur aufpassen, kein Konter. Aber abgefälschter Ball und im Aus. Koke ist da. Steven Pienaar. Die Abwehr steht goldrichtig. Koke ist da. Higuain. Daniel Carrizo. Und das müssen wir nicht suchen. Das ist geklappt. Das unterschreibe ich. Da ist der Torwart damit spielt. So, und das ist die Halbzeit. Wenn hier eine Mannschaft führt zur Pause, so ist das nach dem Spielverlauf längst keine Hochrechnung auf den Endstand. Alles andere als eine Vorentscheidung. Viel zu ausgeglichen. Das jetzt wird noch eine richtig mal spannende schauen. Angelegenheit. Ob wir hier auswechseln müssen. Aber ist okay. Allerdings, ich mache jetzt einfach mal hier einen Spieler. Oder, ne, wir lassen das jetzt erstmal. Weil nachher wechsle ich aus, dann kassieren wir noch einen. Von daher. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Tor. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Ah! Die Situation wurde geklärt. Dante. Ein Traumpass.
Und, ah, das gibt es nicht. Aber eine coole Aktion. Nein, 10 Kilometer. Und. Ja, jawohl. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Hey, das war ein Foul. Der hat heute, glaube ich, irgendwie noch gar nichts gepfiffen. Ist aber eigentlich noch ein recht faires Spiel sogar. Und geklärt von der Coke. Modric. Ah. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Oh, da haben wir noch mal Schwein gehabt. So, jetzt ruhig. Ab nach vorne. Oh, oh, wie geil. Oh, richtig hammergeiles Tor. Ohne Witz, das war hammergeil. Ich hoffe, dass der Spieler jetzt, wie es da, ich habe es gewusst. Das sind einfach diese Leute, die nicht verlieren können. Und diese Spieler, die regen mich einfach auf, dann sollen die überhaupt gar kein FIFA spielen. Weil dieser Drecksack hat jetzt einfach wieder mal unterbrochen, weil der mein 2-0 holt er nämlich auf. Ich hasse sowas einfach. So, diese Punkte haben wir jetzt aber alle bekommen. Und allerdings werden wir, glaube ich, weniger XP-Points bekommen, weil das Spiel hat ja nur 140, weil der Penner meint, das hier zu unterbrechen. Aber okay. So, damit haben wir unseren nächsten Sieg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn das Spiel jetzt nicht zu Ende ging. Wir haben die 3 Punkte. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Spiel wieder mit dabei und fiebert mit. Ciao, Leute!